Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei No One Survived. Ihr Lieben, ihr seht's, das Auto ist wieder da. Ich habe es nach unserem letzten kleinen Missgeschick hier einfach mal wieder abgeholt. Und bin dann aber erstmal durchgefahren hier oben zum Händler mit den Bauplänen. Denn ihr seht's, die Leiste ist leer. Die Klamotten, die wir dabei hatten, sind komplett weg, inklusive Rucksack. Also, da lag auch nichts mehr rum, was ich hätte looten können. Ich habe da alles abgesucht. Wir müssen uns neu ausrüsten, zurück an die Base. Das muss ich erstmal verdauen, denn Scharfschützengewehr haben wir jetzt keins mehr. Das ist schon ganz schön übel. Da hatte ich jetzt irgendwie gar nicht mit gerechnet, aber so ist es halt, ne? Klamotten sind weg. Dann habe ich allerdings bei dem Händler hier tatsächlich den Bauplan eines thermischen Stromgenerators bekommen. Wenigstens was, was hier mal glatt gegangen ist. Und den Bauplan einer Wasserspeicherstation. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal kurz zurück an die Base und ich würde ein bisschen was aufbauen wollen. Was haben wir denn eigentlich? Tag 1, Jahr 3. Oh Gott. Jetzt weiß ich wieder nicht, wann die Horde als nächstes kommt. Also wäre es auch gut. Wir wären zu Hause in der Base. Ich mache mich dann erstmal los. Und fahre mal wieder Richtung Heimat. Wir sehen uns dann zu Hause. Wenn ich irgendwie... Ist das bei euch auch so? Habe ich das falsch eingestellt mit dem Loot? Könnt ihr mal in die Kommis schreiben. Aber zumindest unten die Leiste mit den Waffen, die ja schon gern noch behalten. Naja, ich muss los. Wir müssen den tatsächlich mal den Wagen wieder tanken. Da ist nicht mehr viel drin, aber bis nach Hause wird es noch reichen. Also, wir sehen uns dann gleich in der Base. Da trudeln wir so langsam zu Hause ein. Park mal bitte vor der Tür so ein bisschen. So. Okay. Ja, dann werden wir uns mal ein bisschen hier die Wunden lecken und mal gucken, dass wir den Guten jetzt noch ein bisschen aufgedröselt kriegen. Kühlschrank würde ich jetzt tatsächlich mal wieder kurzfristig mal anmachen. Wenn wir hier unsere Dosen lagern. Allerdings muss er auch gleich mal was futtern. Alles nicht so bombastisch. Ja, das hier kannst du dann mal reinziehen. So. Hier hast du Gott sei Dank auch noch ein paar Dosen. Ja, gut, damit kommen wir zwei, drei Tage erstmal auf jeden Fall wieder rum. So. Okay. Dann würde ich tatsächlich sagen, der thermische Stromgenerator. Warte mal, erstmal kriegt er ein paar Klamotten. Hast du jetzt noch was? Ich wahrscheinlich habe jetzt alles. Ja doch, ich habe hier noch. Ich muss aber erstmal meinen Rucksack leer machen tatsächlich. Und das Auto müssen wir betanken. Oh Gott. Mal gucken, ob hier in unserer Panini-Sammlung noch was fehlt. Maschinenbau 3. Ne, das waren aber alles die, die ich schon für den Händler hatte, ne? Ja, ja. Das waren die zum Verscherbeln für den Händler. Mal drei einfache Teile abgestaubt. Ein bisschen Munition. Wir werden uns da jetzt auch mal eine neue Waffe aussuchen müssen als unser Standardgeschoss. Ich glaube, wir bleiben dann erstmal bei 9 mm. Jetzt die Pistole mal kurz hier. Oh Gott. Ich muss mich auch dringend um die Tiere kümmern, würde ich mal sagen. Ah, gut, dass es gerade regnet. Dann habt ihr Wasser, ne? Wird das mehr? Oh Gott, hier ist kein Futter mehr drin.
Da laufe ich auch schnell nochmal in meiner sportlichen Unterhose. Oh, letzten vier Tierfutter. Da müssen wir mal wieder was ansetzen, tatsächlich. Hauen sie mal rein. Sie haben Tierchen hungern müssen. So. Ui, guck mal. Hallo, Freunde. Ah, das ist ein Ei. Gib mir das. Das ist noch eins. Sehr gut. Oh. Sitzt hier mehr als 20 Liter drin? Nee. Scheiße. Freunde, lasst euch gut gehen. Ist mir ein bisschen zu laut bei euch. Wir bauen jetzt erstmal einen thermischen Stromgenerator. Beziehungsweise wir gucken mal, was wir dafür brauchen. Den würde ich ganz gerne... ich glaube, nachdem ich einen Stoff hergestellt habe oder zwei, damit wir die Schneiderei immer voll kriegen, das ist immer noch Stufe 1. Also wir müssen vielleicht einmal Stoff oder so herstellen. Jo. Was macht denn da? Das dauert einfach länger als zwei Metallbarren. Okay, ich gehe kurz Auto tanken. Dann machen wir den Rucksack klar. Damit wir ein bisschen Platz haben. So. Base war denn der andere? Das war der Händlerrucksack. Okay, dann kommen jetzt hier auch die restlichen Bücher mal rein. Die passen... Oh, ne, du nicht. Passen ja auch hier alle noch. Okay. Ja, dann haben wir hier noch schön was zu verscherbeln. Kommst du auch wieder hier rein? Ja, hier sind die Sachen. Die kannst du auch mal alle hier rausnehmen. Die habe ich unterwegs noch gesammelt. Und zwar... als ich hier von der Base losgelaufen bin, um das Auto zu holen. Dann könntest du den ja rein theoretisch wieder in den Wagen packen, ne? Ja, du kriegst da was zum Anziehen, sobald ich Platz im Inventar habe. Nein. Ach so. So, und hier gucken wir auch nochmal rein. Hier sind die neuen Sachen, die ich gelootet habe. Hier ist auch noch Sprit drin. So, direkt mal hier reinkippen. Sehr gut. So, was kriegen wir jetzt hier noch so mit? Ganzen Kleinkram nehme ich mal raus. Können wir gleich nochmal kräftig schmelzen. Wirst dich gleich auch nicht mehr bewegen können, oder? Geht noch. Na gut. Mehr Platz ist jetzt erstmal nicht. Bringe ich das kurz rein. Beziehungsweise hier in die Schmelze. Und die muss auch mal wieder... So. Entschuldigung. Geltung ist immer noch am Start. Soll uns nicht aufhalten. So. Einmal das hier rein. Gummi rein. Und hier unten noch ein paar Teile, ein paar Kabel, sehr gut. Ich hau jetzt auch mal kurz den Tiegel hier rein. Hier hast du doch noch viel mehr Metall. Habe ich eben nicht gesehen. Kurz mal gucken, wie es beim Büchern aussieht.
Metallurgie haben wir tatsächlich alles schon. Maschinenbau 2 und 3. Da findest du auch immer nur den gleichen Schmuddel. Bücher haben wir alle schon. Werkzeug ist auch voll. Die kannst du dir gleich mal auflegen. Die werden wir ab jetzt mal ein bisschen nutzen. Dann hätten wir hier noch Platz für die Axt. Bogen nehmen wir auch mal wieder mit. Müssen wir uns ein paar Pfeile bauen. Wo habe ich denn das Öl jetzt bloß reingepackt? Was machen wir hier? Ja, auch. Trink mal einen Schluck. Dann haben wir es doch gleich ausgeräumt. Hast du hier noch Tierfutter dazwischen? Nee, ne, das sind alles Samen tatsächlich. Das sind alles Samen. So, oh mein Gott, diese Schafe. Jetzt nehmen wir uns aus unserer Medizinkiste ein Penicillin, denn, ne? Ihr wisst ja, da gab es Probleme beim letzten Mal. Dass wir da auf jeden Fall safe sind. Dann ein Verband. Und von mir aus auch ein Erste-Hilfe-Set. So. Ja, so soll es sein. Das haben wir ab jetzt auch immer dabei. Sonst gibt es wieder einen auf den Sack. Ich schmeiß die Ziegel mal hier rein. Jetzt nur noch die paar Bücher und dann haben wir es. Achso, die muss ich ja wieder in einen anderen Rucksack packen, ne? So, der ist aber jetzt auf jeden Fall leer. Der kann hier rein. Hä? Was zur Hölle? Ah. Scheiße, die passen hier gar nicht rein. Muss der Rest so ins Auto gelegt werden. So. Okay. Dann schmeißen wir hier direkt noch mal ein bisschen was an. Ach so, geht ja nicht, es regnet, ne? Ich muss auch mal hier unbedingt ein Vordach drüber bauen. Jetzt kriegt er ein paar neue Klamotten. Militärweste, Militärhose ist ja dieselbe, ne? Ein paar Schuhe, Militärschuhe. Und mir ist noch ein paar Handschuhe. So. Müssen wir ihn doch tatsächlich komplett neu einkleiden? Das ist ja frech. So. Eine neue Lampe brauchen wir auch, der Gute. Dann kann er mir hier so eine frische nehmen. Scheiße, hier ist noch ein Buch. Ich werde blind. Warte mal. Nee. Aufladen. So. Axt passt leider nicht.
Messer passt jetzt auch nicht mehr. Vielleicht muss ich gleich nochmal ein paar Sachen zerlegen. Beziehungsweise Spitzhacke nehme ich mal mit. Kannst du wissen, noch das Messer erstmal rein. So. Hundertzwanziger Batterie. Ja. Dann werde ich die nochmal austauschen. Dann brauchen wir einen neuen Bauhammer. Mal herstellen, bitte. Müssen wir uns erstmal wieder komplett ausrüsten. Das ist ein Krampf. So. Dann ist das bei... Ne, nicht bei Synthese wird es sein. Der thermische... Kraftstoffgenerator. Vielleicht mussten erstmal freischalten. Ach, Floki. Hat das gerade. Ach so. Muss gleich doch nochmal. Ich wollte den Schneidertisch umbauen. Dafür muss ich aber noch einmal Stoff herstellen. Wollte ich eigentlich. Habe ich irgendwie gerade vergessen. Drin zu bleiben. Ja. Ein Kabel und den Bauplan. Ja, das kriegen wir hin. Sehr gut. Gebaut mit Bauhammer, dann gucken wir uns das Teilchen mal eben an. Ich würde den nämlich eigentlich gerne hier direkt nebensetzen. Das heißt, ich reiße das Ding jetzt ab hier. Vorher solltest du es nochmal leer räumen wahrscheinlich. Oh Gott, das ist doch scheiße. Nee, brich's ab. Kann ich nicht irgendwie alles nehmen? Wir bringen gleich noch mal ein paar rüber in den Tisch für die Landwirtschaft und Tierfütter herzustellen. Ich klicke hier mal eine Weile rum, ne? Oh mein Gott. Ja, perfekt. So, reiß bloß ab jetzt hier die Bude. Na, jetzt bin ich auch noch zu schwer. Macht aber nichts, dann bauen wir den direkt wieder auf. Mach den mal hier drüben rein. Ganz gemütlich. Ich als alter Hobbyschneider, dann kommt der hier in den Wohnraum. Aber wenn ich den Schneidertisch dann noch dazu kriegen würde, wäre ja irgendwie noch geiler. Aber das wird jetzt wohl nicht passen. Ich stell den mal. So. Bin immer noch zu schwer. Sind die Fasern so schwer? Dann lasse ich schon mal ein paar wieder hier. Und der Rest kommt in den Farmertisch. Versuch's nochmal, vielleicht erwische ich es ja gleich.
Ja. Die Futter ist ja erstmal jetzt genug da. Alter Schwede. Okay. Dann testen wir mal. Jo, der passt doch hier wunderbar hin. Das ist ja gar nicht so groß, das Teil. Wird ihn trotzdem freisetzen. Nein, so passt er nicht. Scheiße. Wie blöd. Oh, nö. Er musste ein bisschen eindrehen. Machen wir so. Ja, so ist doch cool. Kommst hier noch vernünftig dran. 10 Kabel, 10 Eisenbarren, ein Motor. Oh, sehr nice. Werden wir den auch mal los. So, ein Motor. 2 Werkzeugkästen. Na Gott sei Dank alles da. 10 Eisenbahnen, noch 6 Kabel und 10 einfache Teile. Okay. Sechs Aufteile. Wie viel Kabel? Weiß ich nicht mehr. Ja, genau. So, 10 Eisenbahnen. Oh, scheiße. Ja, die haben wir hier Gott sei Dank schon wieder angeworfen. Sollten wir... Jetzt regnet es ja nicht mehr. Machen wir nochmal gleich, was geht. Muss ja noch unbedingt mal wieder ein bisschen Eisen farmen. So, der läuft mit Kohle. Stromerzeugung 200 Watt. Das ist jetzt auch nicht besonders üppig. Aber geht der dann auch direkt? Ja, schmeiß den mal an. Immer hier 9 Kohle raus. Aber halt durchgängig, ne? Läuft jetzt hier, bei uns läuft hier alles über Stromkreis 1. No, achso, ich habe nur einen reingeworfen. Ach, der nimmt die nur... Ah. Ja, okay. Da müssen wir immer nachfüttern. Bin mal gespannt, wie lange der so hält. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was für den Strom getan. Wir haben die beiden Solarpaneele jetzt oben. Da brauchen wir zwar noch ein paar Einsätze für, ein paar Solarzellen, aber das haben wir schon mal eingerichtet. Das sind ein paar Watt mehr und das Ding läuft jetzt auch noch. Ich weiß nicht, ob wir da sogar noch einen zweiten von zuschalten können. Gucken, ob wir hier eine sichtbare Verbesserung haben. Wie lange das dauert, bis das nächste Mal tickt. Aber im Prinzip dauert mir das jetzt schon zu lange. Scheiße. Boah, das ist ja voll krass. Das dauert. Aber mehr können wir jetzt erstmal nicht tun. Dann lassen wir das Ding jetzt auch erstmal schmögeln und laden erstmal Batterien, was geht. Hm. Ja. Dann läuft das Ding jetzt erstmal durch. Was hast du denn hier noch alles reingeknallt? Warte mal, Schaden 40. Amputation 11. Schlagkraft 4. Die wäre schon besser, ne? Die SMG. Pistole nehmen wir natürlich auch wieder mit. Mal alles mal wieder so ein bisschen einordnen können. Was hatte ich denn jetzt hier noch?
Spitzhacke geht ja nicht. Nein, der Stoff. Auch ein. Scheiße, verflucht. So. Ah. Der brennt eine Weile, dann können wir den jetzt erstmal zischen lassen. Dann lass mal gucken. Wir haben ja noch diesen Wasserspeicher da gefunden, den Bauplan, oder gekauft beim Händler vielmehr. Hier. Ingenieurwesen 4, Elektrotechnik 3. Drei empfindliche Teile? Oh, scheiße, das war wieder heftig teuer. Drei empfindliche Teile und den Bauplan. Komm, das machen wir. Die schalten wir uns auch frei. Damit könnten wir automatisch bewässern in unserem Gewächshaus, oder was? Wie funktioniert das Ding? Und wie wird das gespeist? Wir werden es rausfinden. Vielleicht brauchen wir da sogar irgendwie... Hat's hier nicht einen Brunnen? Na, lass mal angucken, das Ding. Hier. Wasserspeicherstation. Oh, Alter. Da wäre nämlich hinter dem Gewächshaus eigentlich ganz schön Platz für. Ja, könnte hier ganz gut hin. Ist nur die Frage, müsste er in irgendeiner Weise angeschlossen werden? Okay. Würde ich ihn vielleicht so mal platzieren? Ist jetzt auch nicht gerade günstig, das Ding. Braucht auch einen Motor. Vor allem nochmal 10 empfindliche Teile und der Schmelzofen auch. Also wir müssen erstmal alles, glaube ich, in empfindliche Teile reinpumpen. Ich muss auch gleich mal dringend was essen. Denn hier brauchen wir ja eigentlich auch noch 20. What? Aber auf jeden Fall würde ich jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht einfach mal so ein Flachdach nochmal drüber ziehen im Holzboden. Dass es einfach geschützt ist, wenn es mal regnet hier. Die beiden Teile. Oder willst du eine Veranda durchziehen? Aber dann müsstest du ja fast nochmal Fundamente setzen, ne? Wenn das jetzt einfach so erstmal geht, 8 Planken und 4 Stöcker. Hast du nur genug Planken? Achso, mein Bauhammer wird das aber nichts. Ja, 8 Planken hast du. Vier Stöcker hast du auch. Machst du hier schon mal dicht. So, und wenn ich jetzt hier noch einen Balken haben würde, wollen würde. Der wäre natürlich nicht lang genug. Also müsstest du es rein theoretisch doch noch auf Fundamente setzen. Eine andere Möglichkeit gibt es da ja eigentlich nicht, ne? Nö.
Vielleicht baue ich das nochmal um, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Mit so einer kleinen Veranda, wo wir dann alles draufstellen. Aber funktionell wäre es jetzt erstmal, ne? Mach nochmal ein paar Planken fertig, damit wir das andere Dach auch noch fertig bauen können. So und so. Oh, endlich mal wieder ein bisschen in der Base basteln. Das ist ja ultra angenehm. Nach dem Stress jetzt, nach dem letzten Tod, muss ich erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Stoff haben wir wieder verpasst. Ich mach's nach der Folge, Leute. Hab ich mehr Ruhe dazu. Ich will mich jetzt nicht so lange an das Ding da stellen. Guck mal, wie schön man hier ins Gewächshaus gucken kann, wie weit die Tomaten sind. Ja. Scheiße, die brauchen Wasser. Sind die schon ranzig? Feuchtigkeit sieht ein bisschen schlecht aus. Schnell Wasser. Trink du mal lieber selber was. Ich muss mal wieder neue Flaschen. Ich glaube, ich baue mir dann doch nochmal wieder neue Flaschen. Obwohl, ich kann eigentlich auch die Plastikflaschen erstmal nehmen. Ist die schon vergammelt? Die sieht irgendwie nicht mehr so gut aus. Die brauchen alle Wasser. Okay, ich hole mal eben was. So. Na gut, wir waren jetzt lange unterwegs, haben versucht wieder gerade zu biegen, was da irgendwie schief gelaufen ist. Ja. Und hier nochmal rein. Entwicklung 69% Sonnenschein, volle Rolle. Ja. Hier auch. Warum hat die nur 7%? Ach so, wegen dem Ding? Nee. Ja, dafür kriegst du noch einen Schluck mehr Wasser. Komm. Ernsthaft, wegen dem Bauplan hat die jetzt so wenig Sonnenschein? Dann wäre es nicht so smart, das hier hinzusetzen, ne? Man müsste es vielleicht ganz an die Ecke setzen. Das scheint echt so zu sein, ne? Ich bin sehr gespannt, wann wir hier mal ernten können. 70% haben die schon. In 3 Tagen soll es fertig sein. Ich freue mich drauf, unsere ersten Tomaten. Wenn wir sie jetzt nicht schon kaputt gespielt haben. Aber die zwei hier sahen ganz gut aus. Nur die da hinten war schon ein bisschen gelb. So, er braucht ein bisschen was zu futtern. Ich glaube, das mache ich aber jetzt hier einfach so, ohne warm zu machen. Hau ich mir mal rein das hier. Ja, einmal das. Kohlenhydrate können wir uns doch tatsächlich gleich nochmal abkochen. Fällt mir gerade auf, wir brauchen nur Protein. Denn wir haben ja Pilze gesammelt. Oh Gott. Jetzt war ich wieder zu schnell. 2 Eier und Pilze. Und hier habe ich auch ein bisschen Wasser. Das heißt, wir machen mal hier kurz mal Strom drauf. Was passiert mit einem Ei und 2 Wasser? Das funktioniert doch bestimmt auch. Da ist hier noch ein Pilz und 2 Wasser. Gekochtes Ei. Man gibt ein Protein mehr, okay. Das ist jetzt nicht der Burner. Das ist ganz nice hier. Eine schöne... Okay. Gönn dir nochmal das Ei. Immerhin. Wenn du jetzt ein paar mehr Eier hast, kochst du dir die ab. Kostet natürlich eine Menge Wasser. Ich hole mal ganz kurz nochmal ein bisschen was. Das kochen wir uns nochmal durch.
Leer. Jo, die machen wir voll. Ist noch einmal, ist egal. So. Und ja, ich werde hier hinten auch irgendwann nochmal Treppen anbauen. Aber irgendwie hatte ich immer was anderes zu tun bis jetzt. So. Wir machen noch ein paar Proteine, ein paar Kohlenhydrate klar und das Ei brate ich mir jetzt auch noch durch hier. Und noch zwei Wässerchen zum Mitnehmen. Oh, scheiße, nee, den Pilz musst du auch noch fertig machen. Oh. Sonst vergammelt der dir ja unnütz, ne? Dann nehme ich lieber die Kohlenhydrate noch mit. Gut. Ihr Lieben, ich werde noch ein bisschen vorbereiten. Und mal ein bisschen aufräumen hier und vor allem diesen einen Stoff noch herstellen für Schneiderei 2. Junge, Junge. So, das knallen wir uns hier nochmal alles jetzt rein hier, dass er mal wieder richtig auf die Beine kommt, der arme Brocken. Ja, und stell das Ding gleich mal wieder aus. Wir müssen jetzt irgendwie mal auf den grünen Zweig beim Strom kommen. Hast du jetzt schon so viel für getan? Dass er mal wieder ein bisschen... Oh, gönnt er sich auch mal ein Lagerfeuer heute. Junge, Junge. Hat er sich verdient. War sehr stressig. Gut, Zeit für ein Schläfchen. Guck mal, die Werte sind ja halbwegs in Ordnung. Bisschen mehr Protein vielleicht noch. Da werden wir uns vielleicht nochmal irgendwas besorgen. Wasser abkochen, ja. Müsste ich dann auch nochmal, bereite ich aber alles vor. Dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Mal gucken, ich glaube Tag 37 war Horde. Bis 40 geht es in 3 Tage, also noch 4 Tage. Tag 4 müsste dann die nächste Horde kommen im dritten Jahr. Wir sind tatsächlich schon im dritten Jahr angekommen. Ja, gut, jetzt kann ich nicht mehr sagen, wir sind nicht gestorben, wir sind ja jämmerlich verreckt. An den Spot werden wir auf jeden Fall nochmal gehen. Wahrscheinlich aber erst nach der Horde. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir noch ein bisschen was aufgebaut bekommen. Und dass ich mal schaue, was wir überhaupt so brauchen, um die Reste noch ein bisschen voranzubringen. Und ich lasse den Strom dadurch auch ein bisschen aufladen. Ja, machen wir alles nach und nach. Und wir bleiben gemütlich, ne? Also... Bis zur nächsten Runde. No One Survived. Danke fürs Reinschauen. Macht's gut. Bis denn. Tschüssi.